Machen wir uns mal klar, was wäre, wenn wir kein Smartphone hätten, wenn es kein WhatsApp gäbe, kein Social Media gäbe, keine Insta-Story gäbe, kein Safari gäbe, keine Mails gäbe. Neulich sagte jemand zu mir, dann hätte ich wenigstens Empfang. Und Akku, sagt einer, ja. Wie sehen die Handys der Zukunft aus? Könnt ihr euch das vorstellen? Das sind die Handys der Zukunft. Nur gekennzeichnet durch einen Wearable, der zwischen Haut und Knochen eingebaut ist. Das Internet verlässt den Rechner und du bist umgeben von Wissen. So sieht das also hier aus, wenn der Laden so richtig voll ist. Schön hier zu sein im wichtigsten Teil dieser Wochenendveranstaltung. Denn ein Unternehmen, das keinen Kunden hat, hat keine Existenzberechtigung. Und ein Unternehmen, das keine Verkaufsabteilung hat, ist kein richtiges Unternehmen. Ich würde unterscheiden zwischen selbstständig sein und Unternehmer sein. Der Selbstständige tauscht Zeit gegen Geld und der Unternehmer ist in der Lage, Prozesse zu automatisieren. In den 35 Minuten, die wir hier haben, möchte ich alles das, was ich vor allen Dingen in den letzten 5 bis 7 Jahren neu gelernt habe über das Thema Verkauf, mit euch teilen. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja. Wollen wir einmal schauen, links und rechts, gib mal einmal High Five, du siehst besser aus als auf Insta. Sehr gut. Ich habe Kinder im Alter einiger Teilnehmer hier und ich bin selbstständig, seit ich 20 bin. Mein kleiner Sohn wird bald 20 und er machte vor kurzem Abitur und er hat im Rahmen dieser Abitursarbeit eine Leistungskursaufgabe gehabt. Der musste in Englisch eine Hausarbeit schreiben. Die Hausarbeit ist irgendwie relevant fürs Abi. Da hat er zu mir gesagt, Papa, ich will dir gleich vorweg sagen, das Ergebnis 14 Punkte. So, was würdet ihr sagen? 14 Punkte, ist das gut? Sage ich, oh, das ist schon für Jungs in dem Alter eher verdächtig, die so auf der Suche nach dem Minimax-Prinzip sind, nichts tun, ja, so nach dem Prinzip Scholle, flacht unter der Tür durch, läuft, ich komme schon irgendwie durch. Und 14 Punkte, sagt der Papa, bevor du sagst, das ist gut, du willst vielleicht gar nicht wissen, wie das zustande kam. Und dann war ich neugierig und habe gesagt, erzähl mal, meine Frau, auch neugierig, die Steuerberaterin, wir kennen uns, seit wir zusammen studiert haben, erzähl mal, wie das geht, sagt er. Ja, also, ich bin zu meiner Lehrerin gegangen und die hat mich gefragt, ob ich ein Thema weiß. Und dann sage ich zu ihr, ja, ich würde gerne schreiben über den amerikanischen Wahlkampf. Und zwar, warum die Amerikaner 2016 die Clinton nicht gewählt haben und aus Versehen den Trump gekriegt haben. Oh, hat meine Lehrerin gesagt, Tom, tolle Idee, aber das machst du nicht. Dann hat er gesagt, darf ich das verhandeln? Da sagt sie, nein. Darf ich wissen, warum? Sagt sie, ja, davon habe ich keine Ahnung. Ja, und jetzt, und dann hat sie zu ihm gesagt, Tom, du schreibst über Terrorismus. Und dann hat er gesagt, kann ich das verhandeln? Da hat sie gesagt, nein. Darf ich fragen, warum? Da hat sie gesagt, damit kenne ich mich aus. Da hat mein Sohn überlegt, naja, Terrorismus ist ja ein langweiliges Thema. Ich gucke mal, 14 Seiten müssen es werden. Steigt bei Wikipedia ein, findet eine Geschichte, 16 Seiten, die passen zu seinem Thema. Checkt das über Google Scholar, übersetzt über Google Übersetzer, druckt das aus und sagt, Papa, ich habe es nicht mal gelesen. Jetzt gibt es einige, ich merke das ja, die sagen, ist das jetzt okay? Nein, ist natürlich nicht okay. Meine Frau als Steuerberaterin sagt, Moment mal, das ist ja Betrug. Ja, sagt mein Sohn Tom, das stimmt, aber ihr habt ja früher Spickzettel geschrieben. Und dann ist das ja auch Betrug. Also warum ich das erzähle ist, die Welt hat sich offensichtlich verändert. Wir leben in einer Zeit, in der Schüler, wer Kinder hat, weiß das, oder wer selbst noch zur Schule, zur Uni geht, weiß das, die sind potenziell schlauer als die Pauker. Wir leben in einer Welt, in der der Kunde schlauer ist als der Verkäufer, der Mitarbeiter schlauer ist als der Chef, der Mandant schlauer ist, vielleicht aufgeschlauter ist als der Anwalt oder als der Steuerberater, der Patient schlauer ist oder aufgeschlauter ist als der Arzt. Und wenn das so ist, dann denke ich, hat sich im Vertrieb nahezu alles verändert.
Ich bin 39 Jahre selbstständig. Ich habe angefangen in einem Dorf Piwizeide. 2000 Einwohner, eine Kirche, ein Ascheplatz, 10 Häuser, 5 Nachnamen. Und mein erster Job war, kein Witz, tatsächlich, ich habe im Alter von 18, 19 Jahren Staubsauger verkauft. Da habe ich das Verkaufen gelernt, Staubsauger. Warum Staubsauger? Nun, also, das ist irgendwie, da lernst du es, ne? Und ich habe dann gelernt zum Beispiel, dass Staubsaugerverkäufer immer die Hochhäuser von oben nach unten bearbeiten. Warum? Warum? Das könnt ihr euch vorstellen. Du kommst an deinem Misserfolg immer nur einmal vorbei. Wenn die einmal lang, einmal kurz klingeln, weißt du so. Und da habe ich gesagt, 14 Tage, ich habe einen Job zu verlieren, irgendwie einen Ruf zu verlieren, kann ich nicht irgendwie. Das ist also, ich brauchte ja Geld, um zu studieren. Also habe ich dann angefangen, kam jemand um die Ecke, der sagt, sag mal Andreas, du kannst doch gut reden, willst du nicht bei mir Mitarbeiter werden? Sag ich, was hast du denn? Sagt er, ja, ich bin bei der Volksfürsorge, da war ich 19 und wir machen hier Inkassodienst. Wäre Inkassodienst nicht für dich ein Job? Kannst du dir mich vorstellen als Inkassomitarbeiter? Dann klingelst du an der Tür, sammelst Geld ein. Da hatte ich einen Kadett B mit Fließheck, 2x20 Watt Aroso-Boxen auf der Hutablage und habe mir mit einem Faltplan. Wer kennt noch Faltpläne? Jetzt weiß ich auch, wo die Alten sitzen. Im Maßstab 1:1 eine Route gemacht. Ich musste bis zum 10. eines Monats fertig sein. Und hatte dann bis zum 10. eines Monats 4.000 Mark einzusammeln. Und von 4.000 Mark habe ich 1% Provision gekriegt. Das sind 40 Mark abgezogen, habe ich mein Spritgeld und meine Zeit für 10 Tage. Das heißt, da waren 20 Mark Verdienst. Jetzt ist die Frage, ist das was mit Perspektive? Und hier kommt die erste Botschaft. Ich habe mit meiner Großmutter damals das Gespräch gesucht und sie hat zu mir gesagt, Andreas, du musst rausfinden, was da drin ist und das, was da drin ist, rauslassen. Also das hat sie anders gesagt. Sie hat sowas gesagt wie, es kommt nicht darauf an, was du hast, sondern darauf, was du machst aus dem, was du hast. Und ich habe dann BWL studiert und war in dem Alter meiner Kinder jetzt und hatte den Splin im Kopf. Ich wollte lernen, wie Verkauf geht. Und wo lernst du das? Das lernst du nicht an der Uni, das lernst du auch nicht in Büchern. Wer wissen, wie Verkauf funktioniert, muss zum Kunden gehen. Das ist unfassbar wichtig und so einfach und doch so schwer, denn wer verkaufen lernen will, der muss lernen, mit Misserfolg zurechtzukommen. Wer kennt das? Misserfolg? Hast du schon mal Angebote geschrieben, die nicht zustande gekommen sind? Hast du schon mal im Wartesaal der Hoffnung gesessen und glaubst, morgen bist du reich? Nun, bei mir hat es ganz gut hingehauen. Ich hatte 2 Jahre lang kein Geschäft. 2 Jahre keinen Umsatz. Kerim hat es gesagt. 2 Jahre. Ich war immer bei den Meetings dabei und habe gelauscht, den Botschaften, die die erzählt haben, die erfolgreich waren und hatte Sprechchöre und dachte, wow, einmal so sein. 2 Jahre kein Erfolg und ich habe überlebt. Und dann habe ich tatsächlich im Alter von 26 Jahren meine erste Million verdient. Im Alter von 29 meine zweite Million. Ich war mit 32 pleite. Also ich weiß auch, wie es ist, nichts zu haben. Wer kennt das, nichts zu haben? Wenn am Ende des Monats noch so viel Geld oder am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Da wird es irgendwann komisch. Und ich glaube, in schwierigen Situationen, meine Damen und Herren, da zeigen sich dann die Charaktere. Was kann ich also tun, wenn Vertrieb mein Thema ist? Ich habe hier mal mein erstes Arbeitsgerät die ganze Zeit gezeigt. Ich wusste gar nicht, dass das schon da ist. Da seht ihr das. Kennt jemand noch diese Geräte? Alright, bei meinem Vater steht heute noch eins, wenn der mit seinem Urenkel redet, der heißt Julius, dann sagt Julius, Großvater Hans, ich glaube, ich weiß jetzt, warum ihr die Telefone früher angebunden habt. Ihr wolltet nicht, dass die geklaut werden. Dann gibt es natürlich eine wunderbare Idee, wenn dann, sagen wir mal, Digitalisierung weitergeht. Kennt noch jemand die gute alte Nokia-Zeit? Was ist das, was wir alle zu Nokia-Zeiten gespielt haben? Snake, oder? Das waren Zeiten, als wir verliebt in das 6210 ein Handy unterm Tisch auseinanderbauen, T100, SMS-Funktion funktioniert. Und wenn wir jetzt überlegen würden, wir hätten diese alte Nokia-Zeit, was hätten wir dann nicht?
Aristoteles sagt, erst der Verlust einer Sache verdeutlicht ihren Wert. Machen wir uns mal klar, was wäre, wenn wir kein Smartphone hätten, wenn es kein WhatsApp gäbe, kein Social Media gäbe, keine Insta-Story gäbe, kein Safari gäbe, keine Mails gäbe. Neulich sagte jemand zu mir, dann hätte ich wenigstens Empfang. Und Akku, sagt einer, ja. Wie sehen die Handys der Zukunft aus? Könnt ihr euch das vorstellen? Das sind die Handys der Zukunft. Nur gekennzeichnet durch einen Wearable, der zwischen Haut und Knochen eingebaut ist. Das Internet verlässt den Rechner und du bist umgeben von Wissen. Jeder kann mit jedem überall, von überall direkt Kontakt aufnehmen. Und das ändert im Verkauf alles. Es macht Sinn, mal darüber nachzudenken. Und ich glaube, man muss mal ein bisschen aufräumen, das darf ich, denke ich, hier sagen, auf dem Sales Campus sind wir ja unter uns, mit diesem Online-Hype. Ich bin in den USA gewesen, habe mir angesehen, was Rory Vaden macht, was Brandon Purchard macht, was Grant Cardone macht, die Michael Hyatt Lounge und so weiter, mich mit den Leuten unterhalten. Und dann sprechen die von sowas wie, du brauchst Traffic. Habt ihr das schon mal gehört? Du brauchst Traffic. Dann sage ich ja. Und das ist ein alter Begriff. Diejenigen, die lange unterwegs sind, kennen das als, du brauchst Frequenz. Und dann brauchst du Conversion. Und dann sage ich, die, die lange unterwegs sind, die kennen das als Quote. Trefferquote, Abschlussquote, Abschöpfungsquote, Conversion, Quote. Und jetzt kommen wir online, offline zusammen. Wenn ich da zu wenig Bewegung habe in dem Ganzen, dann habe ich eben auch zu wenig Sales. Es nützt dir überhaupt nichts, wenn du unfassbar gut technisch bist und wenn Fleiß nicht dein Ding ist. Menschen, die ein gestörtes Verhältnis zur Arbeit haben, werden, das behaupte ich hier, nie finanziell unabhängig werden können. Nicht durch Verkauf nicht, nicht durch Führung nicht, durch Online nicht, nicht durch Offline nicht. Du musst das wirklich wollen. Darf ich dich bitten, mal ein ganz kurzes, 10-sekündiges Gespräch mit deiner Nachbarin zu führen? Wenn du Glück hast, hast du eine Frau neben dir. Und du hast eine Karte auf deinem Stuhl gefunden, da steht drauf, wie verkaufst du dich? Wenn diese Person dich fragen würde, sag mal, was verkaufst du eigentlich? Was ist deine Antwort? Bitte schau mal 10 Sekunden, ganz kurzes Gespräch mit deinem Nachbarn. Danke sehr, das reicht schon. Ich glaube, liebe Freunde, ich darf mal liebe Freunde sagen, obwohl wir jetzt noch nicht kennen, wir lernen uns ja jetzt kennen, ich glaube, dass diese Zeit, in der wir jetzt leben, gekennzeichnet ist davon, dass Leute auf den Punkt kommen müssen. Ich höre immer wieder Stories, die am Ende keinen wirklichen Mehrwert haben. Da sitzt du da hinten und fragst dich, where is the beef? Oder what's in it for me? Sag mir doch mal Content, kann ich es irgendwie, wo kann ich es jetzt wirklich lernen? Ich brauche Informationen auf den Punkt. Wenn wir in einer Zeit leben, gucken wir uns das mal im Moment an, wo es kein Geheimwissen mehr gibt, wo alles das, was ich recherchieren kann, recherchiert werden kann. In der meine Schwiegermutter mit 82, seit die ein iPad hat, brandgefährlich ist. Muss ich dann immer in epischer Breite ausholen? Nein. Ich glaube, ich muss auf den Punkt sagen können, was verkaufst du, wo ist der Nutzen, wo ist der Vorteil. Denn es geht bei Netzwerkveranstaltungen, nichts anderes ist das hier an diesem Wochenende, wenn ich das richtig verstanden habe. Robin Söder ist ja der Hammer, was der in der kurzen Zeit aufgebaut hat mit seiner Mannschaft. Es geht doch immer nur um die Frage, die du jemandem stellst hier, können wir was miteinander machen, ja oder nein? Oder sitze ich einfach da und konsumiere? Aber wenn es darum geht, Geschäft zu machen, dann stehe ich doch vor der Antwort auf die Frage, ist der, den ich frage, für mich Teil meines Problems oder Teil meiner Lösung? Und ich glaube, das entscheidet sich doch in Sekunden. Du begrüßt jemanden, fragst ihn, weißt du doch, geht was weiter, ja oder nein? Und alles, was nicht auf dem Punkt ist, alles, was nicht wirklich fundiert auf dem Punkt ist, das ist boring. Jetzt habe ich folgende Erfahrung, die ich mit euch teilen will. Guckt euch Sendungen an wie Höhle der Löwen, vielleicht habt ihr das mal gesehen.
Da werden dann Leute gefragt, ihre Produkte zu pitchen. Habt ihr da mal zugeguckt? Also ich sag mal, wahrscheinlich. Und manches ist doch tragisch, oder? Ist das nicht oft richtig tragisch, was du da siehst? Da hat jemand eine tolle Idee und ist nicht in der Lage, es zu präsentieren. Geschlossene, offene Fragen, Kaufsignale nicht erkennen. Meine Güte, jeder, der Verkauf gelernt hat, der das ein bisschen Intus hat, Kerim könnte das genauso sagen, der hat da Schmerzen, wenn er sieht, dass jemand da vorne nicht performt. Deswegen glaube ich, die Informationen müssen auf dem Punkt sein. Und wenn wir von Veränderungen sprechen, schauen wir uns das mal an. Da sind die Veränderungen, ihr kennt diese Veränderungskurve vielleicht auch. Ja, Veränderungen sind immer etwas, die, sagen wir mal, spontan um die Ecke kommen. Das ist ja nicht, was wir geplant haben. Was könnte das sein, was da plötzlich disruptiv um die Ecke kommt? Das könnte, sagen wir, eine Krankheit sein. Das könnte ein finanzielles Problem sein. Für mich waren das finanzielle Sorgen. Finanzamtsthemen, da hat mich jemand angezeigt. Und das war unberechtigt, aber ich hatte das Problem, ich musste das lösen. Oder eine Krankheit kann das sein, kennst du das? Ein Freund von mir aus Köln fährt mit Magenschmerzen zum Arzt und sagt, der Arzt, bleib gleich da, ich habe eine ananasgroße Metastase im Dickdarm bei dir identifiziert. Ich sagte, aber ich habe meinen 5-jährigen Jonas, den muss ich den Jonas, was mache ich jetzt? Ja, bring den nach Hause, komm wieder. Dann hat er plötzlich Krebs und muss operiert werden und hat 2 Jahre lang damit zu tun, gesund zu werden und wird gesund und arbeitet wieder als Trainerkollege. Kannst du dir vorstellen, dass jemand, der diese Krankheit überwunden hat, eine andere Einstellung zum Thema Gesundheit hat? Und hat er das bestellt? Nein. Und wenn dieses Thema auf dich zukommt und du vor der Tafel stehst und nicht rechnen kannst, wer dicht an der Tafel steht, kann nicht rechnen. Das Problem kriegst du, hast das nicht bestellt. Du fragst dich, warum ich, warum jetzt? Das tut weh, das willst du nicht. Mit etwas Abstand zu dem Schmerzpunkt da drüben wirst du irgendwann hier in der Zukunft sagen, gut, dass mir das damals passiert ist, denn weil mir das passiert ist, bin ich heute die Person, die ich bin. Der Schmerz hier, die Erfahrung hier hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Nur in der Situation selbst, da müssen wir uns doch fragen, haben wir das verdient? Muss das sein? Und diese Veränderungen sind heute Plattformen. Und diese Plattform hat niemand bestellt. Ich habe mich mit Rolf Schrömgens unterhalten, der ist der CEO von Trivago bei uns in Düsseldorf. Ich weiß nicht, wer schon mal über Trivago was gebucht hat. Der hat angefangen genau vor 13 Jahren wie ich mit der Akademie. Genau, Kerim, wie ich vor 13 Jahren mit dem Kabel über den Flur. Jeder Selbstständige zieht irgendwann den Kabel über den Flur und sagt, kann ich vielleicht mein Arbeitszimmer irgendwie Teil der Küche? Also ich muss hier irgendwo anfangen. Der hat auch angefangen mit der Idee, Wikipedia vor Reisen zu machen. Und daraus geworden ist Trivago. Und der sagt heute, zu viel Disruption zerstört Lernprozesse. Zu viel Veränderung zerstört Lernprozesse. Und ich sage, es geht um das richtige Maß. Wer tut, was er immer tut, hat auch, was er immer hat. Wer das, was er hat, nicht mehr haben will, muss verändern. Nur wer verändert, liebe Freunde, hat in der Veränderung nicht die Garantie dafür, dass das, was verändert wird, auch besser ist. Es kann ja schlechter sein. Ich habe mich unterhalten mit einem Leiter eines Callcenters. Callcenter-Leute arbeiten mit Menschen am Telefon. Die haben zum Beispiel ein Telefontraining von Tim Taxis. Da geht es um Heiß-auf-Kalt-Akquise. Das habe ich jetzt eben eingebaut, weil er hier gerade vorbeikommt. Hallo Tim. Und dann habe ich, ja, guck mal, na, dann habe ich gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, wenn du telefonierst, hast du 86% Stimme und Stimmung und nur 16% Inhalt. Es geht beim Telefon immer nur um den emotionalen Transfer. Wie gut bin ich drauf? Und sage, ich muss natürlich meinen Text kennen, klar. Aber es geht um den emotionalen Transfer. Ja, hat er gesagt, das ist ja interessant. Und kannst du dir vorstellen, dass wenn du im Sitzen telefonierst, dass die Wirkung eine andere ist, als wenn du stehst? Ja, guck mal raus. Weißt du, wenn die Jungs draußen telefonieren, weißt du, Jungs im Stehen telefonieren, dann geht der Kopf runter und dann geht die Stimme runter. Und da bist du eine Oktave tiefer und dann ist Schatzi dran auf der anderen Seite. Hallo Schatzi, ja, wir sehen uns später, geht mir gut. Ja, dir auch, ja Schatzi. Zack, das hat Wirkung. Ja, wenn das doch so ist, frage ich den, warum sitzen denn dann deine Leute beim Telefonieren, wenn im Stehen die Stimme anders wirkt? Soll ich dir sagen, was die Antwort ist? Die sagen, weil hier alle immer sitzen. Die sitzen hier schon immer so.
mein Nachfolger hat da gesessen, jetzt sitze ich. Und dann guckst du dir das Telefon an mit so einem Knäuel, weißt du, so ein Knäuel am Kabel, da weißt du genau, da hat einer viel gegrillt. Wie wäre es denn, wenn du das Kabel einfach durchschneidest, Headset 29,90 € Logitech und dann im Steh. Ja, eine tolle Idee. Das bedeutet aber, ich muss bereit sein zu verändern. Und der, der bereit ist zu verändern, geht ein Risiko ein. Das Risiko nämlich, dass das, was ich jetzt neu mache, schlechter ist. Soll ich euch was sagen? Und siehst es hier in dieser Kurve, wenn die runtergeht, jede Veränderung führt immer erstmal zur Verschlechterung. Punkt. Das ist meine Erkenntnis. Wenn du veränderst, wenn du Glück hast, ist es, ich sag mal, rechne damit, dass es schlechter wird. Wer von euch kennt noch Christoph Daum? Also Christoph Daum, manche sagen, das sei Schnee von gestern. Christoph Daum sagt zu mir, Andreas, Disziplin bringt Erfolg, doch Erfolg gefährdet Disziplin. Ist da was dran? Disziplin bringt Erfolg, doch Erfolg gefährdet Disziplin. Wenn du denkst, du hast es erreicht und glaubst, du könntest dich sonnen, easy peasy, läuft schon. Da kommt von irgendwo um die Ecke ein Disruptor, da kommt von irgendwo um die Ecke eine Veränderung, kommt von irgendwo eine Bang, wo du sagst, alter Schwede, habe ich das bestellt. Und in der Redner- und Speakerbranche ist das zum Beispiel, nicht lachen jetzt, YouTube. Sind das Online-Trainings? Sagst du, ja, geht's auch ohne. Ja, wenn du alt genug bist, dann hast du früher Bücher gelesen. Und heute geht es eben nicht mehr ohne. Heute ist das normal und das ändert die Branche. Und deswegen ist es wichtig, dich über diese Dinge klar zu werden. Und das ist eine Formulierung, mit der ich das gerne zusammenfasse. Ich sitze mit meinen beiden Söhnen beim Abendessen. Wir haben ein analoges Abendessen. Was ist ein analoges Abendessen? Ein Abendessen ohne Technik. Ist das vorstellbar für meinen großen Sohn mit 25 Jahren, für den kurzen mit nahezu 20? Nein, der sagt, warum soll ich jemals offline sein? Der hat zwischen beiden Taschen hier noch ein weißes zweites Kabel für Powerbank. Und da kommt der Nico 25, sagt zu mir, lass uns mal mit dem Kurzen reden. Findet der doof, wenn der mit mir über den Kurzen, hör mal kurzer. Sag mal, kannst du dir vorstellen, dass Mama und Papa Abitur gemacht haben ohne Wikipedia? Da guckt er so mit 20 seinen älteren Bruder an und sagt, Wikipedia ist doch was für alte Leute. Dann guckt der 25-Jährige mich an und sagt, aber wollen wir mal fragen, was er meint. Sagt er, ich bin bei Simple Club, YouTube das mal. Kennt das jemand, Simple Club? Jetzt für euch normal. Was glaubst du, in wie vielen Familien das Thema völlig unbekannt? Simple Club, Daniel Jung, YouTube. Dann habe ich natürlich eins gemacht, als dann Pause war, direkt mal unterm Tisch recherchiert. Stimmt. Und bin zu den Paukern gegangen. Dann sagen die Mathelehrer, die sagen, geh zu Daniel Jung, der kann es besser erklären. Das bedeutet, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie die Technologie, die wir haben, unsere Dinge verändert. Und das Social-Media-Thema ist ja nun eins, was muss ich hier nicht erzählen. Aber ich habe mir gedacht, wir machen mal Folgendes. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt mitmacht. Wie viele Minuten habe ich noch? Das ging 2 Minuten. Ich möchte jetzt ganz gerne mit euch eine kleine Live-Show machen. Und das Wichtige ist, dass wir lauter sind als die im Nachbarraum. Kriegen wir das hin? Ja, warte, erstmal entre. Prö. Nö. So. Jetzt gehe ich mal ran. Wenn du nicht willst, dass du drauf willst, musst du jetzt runtergucken. Hallo, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie versprochen kommt hier die Live-Aufnahme aus Wiesbaden. Wir sind hier heute in der Entrepreneur University und es ist Sonntag. Ein ganz normaler Tag für jeden, der sich selbstständig macht, für jeden, der Unternehmer sein will. Und ich gehe mal durch die Reihen. Wir sind im Sales Campus. Der Sales Campus ist der beste Campus der ganzen Veranstaltung. Und wenn ich jetzt mich umdrehe, dann schauen wir mal. Ja, ja, yes, 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 yes. Es ist lauter, 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 lauter. Yeah, man, das ist großartig. Yeah, 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 yeah. So, gut, das funktioniert. Haben wir dem alten Thaddeus Koroma mal gezeigt, was vorne ist, verschisse. So, also was ist wichtig, wenn ich im Hybridbereich, ich sage jetzt Sales heute im Hybridbereich, du musst auf der linken Seite schauen, was tust du für dein klassisches Frontend.
Hast du Suchmaschinenoptimierung? Bist du findbar im Netz? Gibt es eine Social-Media-Strategie oder postest du nur Kram? Ich habe gelernt, YouTube ist ein völlig eigenes, sagen wir mal, jetzt lachen wieder meine Leute, darf ich das nicht sagen, weil, weißt du, das ist, aber ich darf doch sagen, dass ich selber was lerne, oder? Ist das okay? Ja, danke schön. Danke schön. Ich habe ja manchmal Leute in Training, sie sind echt alt, du, die sind schon 40, kannst du dir das vorstellen? Da sagen die Menschen, ich bin schon 40, ich bin schon wirklich alt. Muss ich das? Ja, hör mal, da machen wir mal ein paar Liegestütze, passiert aber, ist kein Problem. Ich muss mich damit beschäftigen, wie Podcast funktioniert. Das, sagen wir mal, ich habe eine Podcast-Shortlist. Ich bin ein unfassbarer Fan von Podcast. Nicht, lacht mich nicht aus. Echt, ich lerne das. Ja. Wer ist Podcast-Fan? Bitte, wir haben auch übrigens einen Podcast, also für den Fall. Wir haben es, ja, mehr Erfolg im Business heißt der rein zufällig, ach, das sind sensationelle Interviews, Inhalte, Neuigkeiten, die wir einmal die Woche da teilen. Guck da mal hin. Und ich habe gelernt, YouTube ist auch eine völlig eigene Idee. Meine YouTube-Coaches sind 20 und 22. Der sagt immer, die konvertieren nicht deine Videos. Sag, wie muss das? Du brauchst einen Hook. Verschisse, Hook. Sag, und jetzt? Dann brauchst du 4 Schritte und eine Call to Action. Aber nur eine. Und nicht länger als 15 Minuten. Ja, okay, ja, mach ich. Und dann brauchst du natürlich ein gutes Backend. Du musst dann eine Idee haben, was die Leute bei dir auf der Webseite finden. Im Zentrum steht die Webseite und der Blog. Und es nützt dir ein 24-7-Verkäufer im Internet nichts, wenn da keiner vorbeikommt. Einverstanden? Es nützt dir auch dieser 24-7-Verkäufer nichts, wenn du da nichts kaufen kannst. Oder nichts buchen kannst, nichts abonnieren kannst. Irgendwie keine Spuren hinterlässt. Dann habe ich an der Stelle für meinen Sales-Prozess nichts getan. Was wir also gemacht haben, mein früherer Mitarbeiter, heutiger Professor Dr. Florian Feld, ist der immer Professor würde, oder? Wir haben uns überlegt, können wir das untersuchen? Wie hat sich eigentlich durch Internet und Technologie Vertrieb verändert? Wie hat sich die Kultur in Unternehmen verändert? Und wir haben mit der Uni Luxemburg eine Studie gemacht, die ging über 4,5 Jahre und haben ein paar Erkenntnisse, die würde ich gerne mit euch teilen. Und es gibt dann auch dazu, Handy schon mal rauszücken, ein White Paper zum Runterladen zeige ich euch gleich mit dem QR-Code. Erste Erkenntnis, es gibt nahezu kein Geheimwissen. Können wir das abhaken? Check. Also was ich heute wissen will, kann ich recherchieren. Irgendwie, die Welt ist da an der Stelle transparent geworden. Dann, ich glaube, und das ist auch das, was wir herausgefunden haben, mit über 4000 Interviews, dass 9 von 10 Entscheidungen hybride Entscheidungen sind. Was sind hybride Entscheidungen? Online gucken, offline kaufen, offline gucken, online kaufen, manchmal online gucken, online kaufen. Dann habe ich offline vielleicht nichts. Also irgendwie beide Welten gehören zusammen. Und das ist auch die große Challenge, die die meisten Unternehmen heute haben. Wie bringe ich die alte Offline-Welt mit dem eher jungen Online zusammen? Wie spannend kann es sein, wenn die alte Erfahrung trifft auf das jugendliche Neue? Wow, wer das schafft, das zusammenzuschalten, dem gehört ein Teil der Zukunft. Der Verkäufer von gestern sucht Kunden, der Kunde von heute sucht Experten. Ich brauche keinen, der mir Dinge erklärt, das kann ich mir vorher anschauen. Und der Produktverkauf ist vorbei. Denn Kunden sind heute selbst Experten. Und es wird relativ schnell entlarvt, sagen wir von Euphorie, mal abgesehen, dass wenn jemand keine Substanz hat, nichts kann, dann auch der Kunde ausbleibt. Darf ich mal was Kritisches über meine eigene Branche sagen, Trainer, Speaker und so weiter? Mir neulich mal ein Trainer gesagt, Andreas, ein Trainer ist ein Wegweiser. Und sag mir bitte, seit wann muss ein Wegweiser den Weg gehen? Alter Schwede, da brech ich zusammen. Da sage ich, was willst du denn deinen Teilnehmern zeigen, wenn du das nicht wirklich lebst, was du da machst? Ist das lauter? Ist das fair? Nein. Drum,
ist Substanz alternativlos. Ich muss das Thema beherrschen. Luther hat gesagt, was du am meisten lernen musst, kannst du am besten lehren. An welchem Thema verzweifelst du? Mit welchem Thema schläfst du ein? Mit welchem Thema wirst du wach? Über welches Thema redest du am liebsten? Mit Experten streite dich. Setz dich auseinander, sei schwer mit dir, sei im Zweifel mit dir und lehre das, was du am meisten lernen kannst. Das ist überzeugend. Da gibt es einen Speaker-Kollegen, der einen unserer Kunden wollte den buchen für einen Workshop. Da habe ich gesagt, hör mal, kannst du auch einen Workshop? Der sagt, ja, ich kann nur 45 Minuten. Da sage ich, ja, ist der Experte für 45 Minuten. Das ist aber maximal Amüsgül aus der Küche, davon wird ja keiner satt. Kannst du auch Menü? Ich glaube, das wird heute entlarvt. Dann eine wichtige Erkenntnis, Netzwerk schlägt Hierarchie. Ich glaube, die Fähigkeit des Menschen, sich in Netzwerken und in Interessengruppen zusammenzuschließen und damit die Weisheit der vielen sichtbar zu machen für alle, das ist der eigentliche Durchbruch. Dass es heute Hierarchien nicht mehr braucht, sondern dass die Netzwerke stärker sind. Und zwei abschließende Erkenntnisse, die da sprechen Menschen schon von der Sense-Making-Economy. Es heute um die Frage geht, wozu ist das gut? Wofür ist das gut? Wozu und wofür machen wir das? Haben wir Personalchefs oder Personalprofis hier? Darf ich mal Human Resources, gibt es da? Okay, dann also die, wenn Sie Recruiting-Themen zum Beispiel haben, habe ich relativ viel in diesem Kontext zu tun, dann kennen diese Personal, kennen so Fragen wie, was haben sie sich denn so vorgestellt, was sind denn ihre Stärken, was charakterisiert sie so, warum können sie sich vorstellen, dass unser Unternehmen das richtige Unternehmen für sie ist und so weiter. Diese Fragen kennen wir, diese Fragen gibt es auch nach wie vor, nur haben diese Fragen die Seite gewechselt. Heute stellen junge Leute die Frage, warum dieses Unternehmen, was können sie mir anbieten, kann ich da Facebook on sein, haben wir hier ein Bällebad? Ich arbeite viel an Unis, da kommen junge Studenten und sagen, sag mal Andreas, wie stehst du eigentlich zum Thema Life-Work-Balance? Da sage ich, meinst du jetzt mich? Und da sagen die, nö, wir haben eigentlich an uns gedacht. Wir haben das Studium jetzt fertig, wir müssen mal runterkommen. Runterkommen? Mit 24? Wo willst du denn runterkommen? Lass uns mal hochkommen. Ich zeig dir mal, wie wir gemeinsam hochkommen. Dann kannst du runterkommen. Das ist so ein Reflex, den ich dann habe. Aber das scheint dein Thema zu sein. Kann ich Teil einer Story sein? Und wie, wenn ja, wie? Kann ich mich da einbringen? Kann ich mich da verwirklichen? Ist das nicht schön? Also müssen wir die Einstellungsprozesse neu gestalten. Life, 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 bisschen work, balance, balance, balance. Der Work-Anteil darf größer sein mit life, 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 bisschen work, work, viel balance, balance, balance. Nichts dagegen. Und Glück schlägt Geld. Wenn der Florian zu mir sagt, hör mal, eine Kreuzfahrt mit 60 ist Unsinn. Wenn mit 60 erst der Kalk aus der Hose rieselt, dann brauche ich keine Kreuzfahrt mehr. Dann mache ich das doch jetzt. Ist das nicht schön? Diese Dinge haben sich verändert. Und wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren, dem gib hier mal den QR-Code jetzt, wie angekündigt. Macht das, scannt das kurz ein. Da gibt es ein White Paper dazu. Wenn wir schon sagen, Content is King, dann sollst du diesen Content auch bekommen und dir runterladen oder eben bei uns am Stand dir holen. Ich komme zum Ende und sage, ich glaube, wer im Verkauf Erfolg haben will, im Sales Erfolg haben will, der braucht eine Aufgabe, die größer ist als er selbst. Kleine Geschichte dazu, es kommt jemand im Anschluss an eine solche Veranstaltung zu mir, Wolfgang, und stellt sich als Wolfgang Zahnarzt aus Frankfurt vor. Und da denke ich, meine Güte. Da sagt er, hör mal, machst du auch Einzelcoaching? Sage ich, aber ich kenne mich mit Zahnarzt nicht aus. Sagt er, ja, wenn wir uns mal unterhalten, dann wird mir das schon helfen. Jetzt habe ich im Kopf, meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn jemand Zahnarzt ist, hat er es geschafft. Und dieses Bild war kaputt. Denn der hat gesagt, ich möchte nicht mehr in Ruinen rumfuhrwerken. Ich glaube, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich mit ihm geredet. Da sagt er, ja, irgendwann, er sei Experte für Veneers.
Weißt du, was Veneers sind? Ich hatte keine Ahnung. Veneers sind Frontzähne. Der macht Frontzähne schick. Und dann habe ich mir eine Arbeit von ihm angeschaut. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Ich habe gelernt, dass Menschen, die schlechte Zähne haben, ihren Mund nicht gern öffnen. Manche lassen sich sogar Bärte wachsen. Moment, nicht jeder, der einen Bart hat, verstehst du? Manche lassen sich, ja, ist doch klar. Und dann gibt es dann die Hinterherbilder, wo Menschen plötzlich an der Zähne ist, da geht der Mund auf, da lachen die, da sind die großartig. Erinner dich mal, wie das vorhin war, als wir angefangen haben. Darf ich dich bitten, nochmal mit deinem Nachbarn sagen, hey, du siehst großartig aus, jetzt, bitte jetzt. Großartig. So was wichtige Erkenntnis für uns ist, dass wenn Menschen den Mund öffnen und sagen, es ist gut und die Themen sind positiv, positive Psychologie, dann werden sie weniger häufig krank. Vielleicht leben sie länger und gesund. Und dann war die Botschaft für den Arzt gefunden. Seine Aufgabe ist es, Menschen lächeln zu machen. Und dafür musst du bohren. Und dafür musst du die Dinge tun. In vielen Unternehmen geht es heute darum, dass diese Oberbotschaft fehlt. Leonardo da Vinci hat einmal gesagt, wer seinen Stern kennt, kehrt niemals um. Was ist der Stern, was ist die Botschaft, die oben drüber steht? Wenn wir emotionale Produkte haben, zum Beispiel, sagen wir mal so etwas Emotionales wie eine Harley, dann wenn wir das verkaufen, verkaufen wir kein Motorrad, sondern Lifestyle-Feeling. Die Harley-Fahrer sagen lieber stehend sterben als kniend leben. Da sagt der eine Harley-Fahrer zum anderen, hör mal, deine Harley verliert Öl. Falsch, sie verliert kein Öl, sie markiert ihr Revier. Emotional ist es auch, wenn es um Lippenstift geht. Wer Lippenstift verkauft, was könnte der emotionale Oberbau sein? Klar, es ist Sexappeal, es ist irgendwie die Erwartung. Christoph Schmutz von L'Oréal sagt, Andreas, und am Ende ist es die Hoffnung. Dann sage ich, ja, kann ich das sagen? Aber ja, nur wenn ich sage, der Christoph Schmutz hat das gesagt. Und ja, wie kommt man aus sowas wieder raus? Gibt eine wunderbare Geschichte, die dazu passt. Barack Obama und Michelle Obama sind auf dem Weg zur zweiten Inauguration amerikanischer Präsidentschaft. Plötzlich hält die Limousine an einer Tankstelle. Michelle springt aus dem Wagen, sieht den Tankwart, drückt den, ist sehr persönlich mit dem Tankwart und kommt zurück, setzt sich ins Auto, das Auto fährt los. Nach einer Anstandsminute sagt Barack zu ihr, Michelle, Schatzi, was war das denn gerade? Sagt sie zu ihm, hast du ja gesehen, alten Schulfreund lange nicht gesehen, das war toll, den wiedergesehen zu haben. Daraufhin sagt er zu ihr, Schatzi, du weißt schon, wenn du ihn geheiratet hättest, dann hättest du jetzt eine Tankstelle. Daraufhin hat sie gesagt, falsch. Wenn ich ihn geheiratet hätte, wäre ich jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Darum, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich, wenn du für dich die Antwort auf die Frage, warum findest, denn das ist der Kern vom Kern. Menschen, die im Verkauf Erfolg haben wollen, brauchen die Antwort auf die Frage, warum. Denn wer diese Antwort findet, erträgt nahezu jedes Wie. Und diese Aussage von Kant stimmt auch hier. Sie ist alt und sie stimmt auch hier, denn sie hat zu tun mit Widerständen, sie hat zu tun mit Wiederaufstehen. Sie hat zu tun mit Wiederaufstehen. Sie hat zu tun mit Wiederaufstehen. Und das wird auch heute ein Impuls sein, den du brauchst, wenn du durch Verkauf erfolgreich sein willst. In diesem Sinne, gute Zeit.